So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe was Ungewöhnliches für euch. Eigentlich ist das so ein Deck, was eigentlich Frederik euch vorstellen sollte, aber da der aktuell nicht so aktiv spielt, muss ich euch das vorstellen. Und es ist ein sehr cooles Deck. Es ist ein UWR-Control-Deck mit Draw 7 drin. Und jedes Deck, was Draw 7 drin hat, ist eigentlich ziemlich broken. Und ja, fangen wir an, wie immer, mit der Landbase. Wir spielen 4 Flooded Strand. Das ist das blau-weiße Fetch Deutschland, Tappenopfern kennt ihr mittlerweile, Ebene oder Insel. Dann haben wir viermal das Scalding Tarn, das blau-rote, was eine Insel oder ein Gebirge raussucht. Und dann haben wir noch 2 Prismatic Vistas. Die suchen ein Standardland raus, weil davon spielen wir auch eine relativ gute Menge. Wir spielen zuallererst 3 Inseln. Ich lege die jetzt mal nicht nach oben. 2 Ebenen, ein Gebirge. Jeskai Farm. Jeskai bedeutet blau, rot, weiß. Dann spielen wir 2 Tundren. Muss ich sie hochlegen? Erkläre ich euch sie nochmal. Es ist ein Dual-Land. Sie zählt als Insel und als Ebene und tappt für blaues oder weißes Mana. Und damit könnt ihr die mit all euren Fetchlern aus den Prismatic Vistas suchen. Weil es eine Insel. Und genau dasselbe zählt dann halt auch mit Volcanic Insel. Es ist halt blau-rot. Es sind halt nur 2 Rotquellen drin, aber das reicht. Und weil ich nicht ohne aus dem Haus gehe, ein Karakas. Tappen für ein weißes oder tappen eine legendäre Kreatur sich auf die Hand nehmen. Wir haben jetzt keine legendären Kreaturen. Normalerweise spiele ich in solchen Decks immer ganz gerne hier die Vendilion Clique. Aber habe ich jetzt hier drin keinen Platz gehabt. Dementsprechend spiele ich die hier drin leider nicht. Sollte ich aber irgendwie reinbekommen. Ich zeige euch gleich auch mal, welchen Slot man dafür austauschen kann oder sollte. Vielleicht sogar sollte, weil wir haben eine sehr coole Kombo mit der Clique drin. Wir spielen als nächstes eine Menge Planeswalker. Wir spielen einmal Jace the Mind Sculpture. 4 Mana Planeswalker, der mit 3 Marken reinkommt. Plus 2 gucken wir das Deck von einem Spieler unserer Wahl an. Können es drunter legen. Sogenannte Fate Seal. Für 0 Mana ziehen wir 3 Karten und legen dann 2 Karten unserer Hand um auf unser Deck, sogenannter Brainstorm. Minus 1, wir returnen eine Kreatur auf die Hand des Besitzers zurück, der sogenannte Unsummon. Und minus 12, wir exilen alle Karten aus dem Deck eines Spielers, mischen seine Hand und legen ihn als sein Deck dahin, also die Hand, die sogenannte Win Audition. Damit versuchen wir zu gewinnen. So, dann spielen wir 3 Teferi Time Revealer. Revella, wie auch immer der englische Name ist. Das ist ein ganz cooler Planeswalker. 3 Mana, 4 Marken. Jeder Spieler kann nur noch Zauber in seinem Zug spielen, als ob er Sorcery wäre. Also jeder gegnerische Spieler. Wir natürlich nicht. Plus 1 bis zum nächsten Zug, also bis zu unserem nächsten Zug, können wir Sorceries spielen, als ob sie Flash hätten. Was wichtig ist, tatsächlich. Minus 3, wir breben ein Artefakt, eine Kreatur oder ein Enchantment zurück auf die Hand und ziehen eine Karte. Damit können wir halt die ethnischen Kreaturen bouncen, wir können Artefakte bouncen, wir können Verzauberungs bouncen, wir können Ursachs-Saga-Verzauberung bouncen, was echt stark ist. Deshalb spielen wir den 3-mal, manchmal spielt man den sogar 4-mal. Dann haben wir 3 Narset Patter of Wales. 3 Mana Planeswalker mit 5 Marken, jeder Gegner kann nur eine Karte pro Runde ziehen. Das meine ich hier mit Vendilion-Click. Sehr coole Interaktion. Wenn der Gegner eine Karte schon gezogen hat für seinen Draw-Step, End-of-Draw-Step, klicken wir die Karte drunter und er darf keine neue ziehen. Sehr, sehr stark. Und minus 2, wir gucken uns die obersten 4 Karten von unserem Deck an und nehmen eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte davon und nehmen sie auf die Hand und legen den Rest unter das Deck. Ja, soviel zu den Planeswalkern. Sind nicht so viele, aber genauso wenige Kreaturen spielen wir auch. Wir spielen noch 2 Snapcaster, 2 Mana, 2-1 Flash. Wenn ein Spiel wir kommen, können wir den Instant oder Source wieder aus dem Friedhof Flashback geben und ja, sie aus dem Friedhof wieder casten, was ganz nett ist. Und wir spielen 3 Hullbreacher. Auch der, ähnlich wie die Narset, bestimmt mit der Clique auch ganz cool. 3 Mana, 3-1 Flash. Wenn der Gegner eine Karte ziehen würde, außer die erste in seiner Draw Step, kriegen wir stattdessen einen Treasure Token. Sehr, sehr stark, weil er hat Flash. Das Flash ist so stark. Er ist im Commander gebannt, aus gutem Grund. Und warum wir so viele Hullbreacher und so viele Narset spielen, ist auch ziemlich einfach, weil ihr werdet es ja schon im Titel irgendwo gesehen haben. Wir spielen 3 Days Undoing. Days Undoing ist ein 3-Mana-Sorcery, die sagt, jeder Spieler mischt seine Hand und seinen Friedhof in sein Deck. Danach ziehen alle Spieler 7 Karten und danach enden wir unseren Zug. Interessant ist, erste Interaktion, Teferi. Ist ein Sorcery, wir können das mit Gegnerzug spielen. Es ist schon ganz nett, dann unseren Zug nicht zu betten. Zweite Interaktion, Hullbreacher. Der Gegner zieht keine Karten und wir kriegen eine Menge Token. Dritte Interaktion, Narset. Der Gegner zieht eine Karte und wir 7. Fair. Alles soweit fair. Und ihr wisst, wenn man 7 neue gezogen hat, dann, das ist schon stark. Gerade wenn man halt seine Handkarten noch ein bisschen verblasen kann, wie zum Beispiel mit Force of Will. Mana, Instant
um einen Spell zu countern. Wir können aber auch eine blaue Handkarte abwerfen und ein Leben bezahlen. Nicht abwerfen, exilen. Und ein Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Ist halt 2 für 1, ist aber nicht so schlimm, wenn wir immer wieder 7 neue Karten ziehen. Der kleine Bruder davon, Force of Negation, ist ein 3-Mana, was wir nicht in unserem Zug als Pitch machen können. Also wir können keine Karte pitchen, nennt sich das, wenn wir eine blaue Karte aus der Hand exilen. Und wir können nur einen Non-Creature-Spell kontern und der wird dafür aber exiled. Dann haben wir die alten, normalen, blauen Klassiker, 4-Ponder, ein blaues Mana, gucken uns 3 Karten an von unserem Deck, können mischen und ansonsten ziehen wir eine Karte. Dann haben wir 4 Brainstorms, ein blaues Mana, wir ziehen 3 Karten, legen 2 Karten oben drauf, das ist auch das, was der Jace macht, mega Karte. Wollte, gibt keinen Grund, das nicht zu spielen. Dann haben wir eine Menge One-Offs. Wir spielen ein Pflasterstorm. Für ein blaues Mana kontern wir eine Instant oder Sorcery, wenn der Beherrscher nicht ein Mana mehr bezahlt für jeden Spell, der in den Zug gespielt wurde vor Pflasterstorm. Und das ist schon sehr, sehr stark, weil damit umgeht man halt, dass man nur einen Counterspell hat. Der Gegner muss dann schon 2, 3 Counterspells haben, um diesen einen Pflasterstorm aufzuhalten. Dafür macht er nur Instant oder Sorceries, was ein bisschen schwächer ist. Dann haben wir als One-Off ein Dressdown. 2 Mana Flash-Verzauberung, die sagt, wenn der Spieler kommt, ziehen wir eine Karte und Kreaturen verlieren alle Fähigkeiten. Zu Beginn des nächsten Endsteps, Sacrifice Dressdown. Das ist sehr, sehr stark, einfach nur um Ursachsaga loszuwerden, um ETBs zu kontern und andere Sachen zu machen. Das ist sehr, sehr gut gegen bestimmte Decks und kann auch mal einfach eine Runde safen. Deswegen sehr, sehr gut. Dann als One-Off ein Shark Typhoon. Ich bin kein großer Fan von Shark Typhoon. Aber er gehört einfach in dieses Deck rein. Manche spielen sogar 2 davon. Ist auf jeden Fall eine 6-Mana-Enchantment, die man nie für 6-Mana spielen sollte. Die sagt, immer wenn man einen Non-Creature-Spell castet, kriegt man einen XX fliegenden blauen Shark, wobei X die Anzahl der Mana-Kosten waren des Spells. Macht man niemals. Niemals benutzt man den dafür. Man cycelt den immer. Für ein blaues, ein farbloses und X cycelt man den, zieht eine Karte und kriegt einen XX blauen Shark mit fliegend. Das ist alles, was man damit tut. So ein 4-4 Shark erstellen und damit zum Victory reiten. Das reicht komplett. Dann haben wir jetzt das weitere Fun-Off von mir, und zwar ein Doomscar. Doomscar könnte auch die Clique sein oder ein 2. Shark-Typhoon oder eine andere Karte. Doomscar ist ein 5-Mana, zerstöre alle Kreaturen, die wir foretellen können für 2 Mana und für 3 Mana alle Kreaturen zerstören können. Er braucht kein Setup mit Brainstorm oder ähnlichem und kann deshalb einfach in der 3. Runde alle Kreaturen zerstören. Ist bei uns in der Meta sehr, sehr wichtig, weil wir sehr, sehr kreaturenlastig spielen. Das erklärt auch mein 4 Swords to Blowshares. Ein weißes Mana, instant, wir exilen eine Kreatur, der Gegner kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Kreatur. Plus nochmal 3 Prismatic Endings, ein weißes und X mit Converge. Exilen wir nicht Land permanentes Mana-Kosten gleich der verschiedenen farbigen Mana, die wir bezahlt haben. Also in unserem Fall maximal 3, also rot, blau und weiß. Auch das eher ein Early Game Removal, Kreaturen Removal und ja. Das ist das Mainboard. Wir haben eine Menge Removal, minimalste Win-Condition und hoffen, dass der Gegner einfach irgendwann keine Hand mehr hat und wir haben eine Hand und der dann einfach aus Verzweiflung aufgibt. Das glaube ich zumindest, dass das die Win-Condition ist. Anders habe ich mit dem Deck noch nie gewonnen. Ja, gehen wir mal ins Sideboard. Ja, und im Sideboard haben wir alte Bekannte. Wir haben einen weiteren Pflasterstorm gegen Storm und Early-Kreaturen-Zauberdecks. Wir haben ein weiteres Force of Negation gegen genau dieselben Decks. Und wir haben danach eine Menge verschiedene andere Sachen. Fangen wir mit Weiß an. Also das sind alles unsere blauen Sideboard-Karten. Unsere weißen Sideboard-Karten sind Terminus, 6 Mana. Wir bringen alle Kreaturen und das Deck des Besitzers. Miracle für ein weißes Mana. Wenn es der erste Spell in einem Zug ist, wenn es die erste Karte in einem Zug ist, die wir ziehen, können wir sie für ein weißes bezahlen. Ich brauche einfach mehr Removal bei uns in der Meta. Das ist wirklich, wirklich krass. Und ja, eine andere Karte, die ich nicht so häufig brauche, aber die, ohne die ich eigentlich nicht aus dem Haus gehe, ist halt Rest in Peace, ist halt ein weißes, ein farbloses. Wenn es ins Spielfeld kommt, exilen wir alle Karten aus allen Friedhöfen. Und wenn eine Karte in den Friedhof gehen würde, wird es stattdessen exiled. Ist gegen manche Decks halt wirklich wichtig, gerade gegen Uro und ähnliches. Weil ansonsten verlieren wir einfach gegen Uro. Ähnliches Prinzip haben wir auch mit dem Gravedigger's Cage. Das ist ein Ein-Mana-Artefakt. Karten aus dem Friedhof können nicht aus dem Friedhof das Spielfeld betreten oder aus dem Friedhof gecastet werden. Genau dasselbe zählt für aus dem Deck. Ja. Das ist alles, was nicht Ding ist. Und dann haben wir eine Menge Rot. Wir haben wirklich eine Menge Rot. Ja. Starten wir mit Blood Moon. Blood Moon ist eine sehr, sehr coole Adaption des Decks. Es hat halt sehr viele Basics und kann halt, wenn es ein blaues, ein weißes hat, fast alles casten. Und ja, das macht es sehr gut. Deshalb kann man Blood Moon einfach spielen für 3 Mana Northern Basic Lands am Mountain. Was man auch machen kann, ist, man kann in dem Slot auch Back to Basics spielen. Das eben sagt,
Basic Lands enttappen nicht. Ähnlich gut, ähnlich stark, kann aber eben gegen manche Decks ein bisschen backfiren. Und es gibt Religionen, die sagen Back to Basics, es gibt eine andere Religion, die sagt Blood Moon. Ich persönlich muss sagen, persönlich gefällt mir das Back to Basics auch ein wenig besser, aber aktuell spielt man sehr, sehr viel Blood Moon, wirklich viel Blood Moon, das ist schon krass. Ja, dann haben wir noch die alten Bekannten mit Meltdown, ein rotes und X, wir zerstören jedes Artefakt mit meiner Kosten von X oder weniger. Ja, Artefakte sind all over the place, Chalice ist ein Problem, Ursachsaga ist ein Problem, jedes Artefakt ist ein Problem. Meltdown löst diese Probleme für uns. Dann habe ich einen Pyroclasm drin, auch hier als weiteren Early Removal, sind zwei Mana Sorcery, die allen Kreaturen zwei Schaden schießt. Ja, wie man lesen kann, um den Witz von Domme weiterzuführen. Dann habe ich zwei Pyroblasts in meinem Deck. Ein rotes, wir können einen Zauber kontern, wenn er blau ist, oder eine Permanenz zerstören, wenn es blau ist. Und noch einen Red Elemental Blast, der eben sagt, wir zerstören ein blaues Permanentes oder countern blauen Zauber. Warum der Split gegen Surgical? Ist auf dem Grand Prix relevant gewesen. Ich bin das seit Jahren am Predigen und mittlerweile machen es die Leute auch. Und das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut und wichtig tatsächlich. Gewinnt ein paar Prozente. Ja. Ansonsten gehen wir mal in den Deck-Talk. Ja, wenn wir uns das Deck so angucken, besteht es im Endeffekt aus drei Teilen. Wir haben einmal die Days Undoing Combo, in Anführungsstrichen Combo, wo wir halt versuchen, dass der Gegner keine Karten zieht und wir ziehen Karten. Und naja, dann kann der Gegner selten was noch machen, wenn wir so weit vorne sind. Das ist nicht schlecht. Halbreacher alleine kann halt in manchen Matchups, wenn der Gegner Brainstorm spielt und nicht darauf vorbereitet ist, schon einfach mal naja, das Spiel gewinnen. Narset, ähnliches Prinzip, man legt sie und manchmal gewinnt man einfach, weil eine Narset am Feld liegt. Dazu haben wir Teferi und Prismatic Ending so als Removal-Package, sage ich mal. Da ist noch eine Menge mehr andere Removal drin, aber Prismatic Ending halt jetzt als die neueste Adaption macht halt gefühlt alles weg. Teferi bounced halt und macht andere Konterdecks weg und so, so stark. Und dann haben wir so ein bisschen Win-Condition mit dem Jace und dem Shark Typhoon, was halt ewig dauert, aber möglich ist. Und dementsprechend, ja, ist das sehr anstrengend, mit diesem Deck zu spielen, kann ich euch so Erfahrung sagen. Ist aber auch ganz witzig, wenn man es denn mal durchkriegt mit dem Days Undoing, dann ist das ein sehr, sehr cooles Deck. Es kann halt leider dazu führen, dass man mit einem Days Undoing auf der Hand strandet. Und man kann es nicht casten und den Gegner halt keine 7 Handkarten geben kann, weil ein Combo-Deck spielt oder ähnliches. Das ist der Nachteil von dem Deck und deshalb weiß ich auch, warum viele Leute einfach sagen, ich möchte nicht die Days Undoing-Version spielen. Ich wollte genau diese Days Undoing-Version spielen und sie euch zeigen. Dementsprechend hier war einmal Days Undoing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Na, Blacksit. Ciao, ciao.